Ihr müsst nicht glauben, dass hier bei dem ganzen Kurzfilm-Drive, den wir letztens nach der Premiere von Valkyrien aufgenommen haben, jetzt irgendwie auch nur ansatzweise ein Dämpfer reingekommen wäre. Ganz im Gegenteil, tatsächlich passieren hier gerade ganz, ganz viele wunderbare Dinge parallel. Hinten im Schnitt sitzt gerade Joscha und macht zum Beispiel ein bisschen was an Valkyrien, dazu kommen wir gleich. Und wir haben jetzt ein Meeting, zur nächsten Nummer. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon davon gesprochen, von den Klüngel-Gops. Unserem nächsten Kurzfilmprojekt und da hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt, dass wir jetzt gerade so unter anderem neben der Planung auch dabei sind, Sponsoren, Partner, Finanz und Technik, Partner zu suchen und haben da jetzt ein Meeting. Ich sage noch nicht mit wem, aber das ist eine coole Nummer auf jeden Fall und ich hoffe, dass das klappt. Dass Lisa wieder da ist, habt ihr ja gestern schon mitbekommen aus ihrem Schulblock zurück. Und auch an der Valkyrenfront geht's weiter. Wir haben am Freitag die ersten Festivalbewerbungen rausgehauen. Ja. Wir haben eine neue Praktikantin, die Eva. Guten Tag. Und was geht hier? Wir haben festgestellt, dass viele Festivals, sogar in Deutschland, das war uns gar nicht so bewusst, gern englischsprachige Untertitel hätten unter dem Film. Und vor allem, um halt den Film auch international einzureichen, brauchen wir die sowieso. Und jetzt haben wir angefangen, die Untertitel zu erstellen. Und da sind wir natürlich so ein bisschen fuchsig und haben jetzt einfach diese automatische Captions-Tool von Premiere benutzt. Und das heißt, wir haben uns deutsche Untertitel erstellen lassen, haben die einfach im Google-Übersetzer auf Englisch übersetzt. Und jetzt passen wir die noch so ein bisschen an. Ne? Teilweise sind die Formulierungen ein bisschen komisch oder sind vielleicht richtiges Englisch, aber inhaltlich so ein bisschen daneben. Treffen nicht so den Spirit des Films oder nicht so diesen Gossen-Slang. Und das ist jetzt gerade Evas allererste Aufgabe als Praktikantin, da mal drüber zu gehen, zu gucken, ist das Englisch richtig und so. Kannst du Englisch? Englisch. Das wäre geil, wenn du gesagt hättest, nee. Es gibt ja auch immer wieder, also der Rest des Tages war so ein bisschen Rumgedümpel, vor sich herarbeiten und geil, ich find's schön, die ganze Truppe kommt mit. Wir haben uns nämlich jahrelang haben wir drüber gesprochen. Wie lange sind wir jetzt in dem Büro? Seit 2018 oder so. Und seit 2017 mindestens reden wir darüber, dass wir eine Sache brauchen. Bevor ihr die Auflösung anschaut, Tipps, was es sein könnte. Also in die Kommentare. Hi, nehme diese Kamera. Das ist doch Negative Film. Sehe ich doch sofort. Also ich möchte mal gerade feststellen, dass es gerade draußen schneit. Ich weiß nicht, ob es in anderen Teilen von Deutschland auch so aussieht. Ich finde das irgendwie schockierend. So. Ich höre schon mal deinen Vlogs irgendwann. Hi. Endlich. Welcome to Off to Old Adventures. Ich weiß nicht, ob das die Leute noch kennen. Shit. Doch, bestimmt. Lisa, was haben wir da jetzt? Ich kenn's noch. Wir haben aktuell noch zwei. Die Arme. Ich habe doch mal so ein Zuschauermesser geschenkt bekommen. Ja, Leute, ihr seid doch irgendwie Fans von Cliffhangern, habe ich jetzt inzwischen gemerkt. Deswegen, wir werden heute nicht fertig. Irgendwie hat jeder auch plötzlich private Pläne. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich in Feierabend und machen das Ding morgen fertig. Ihr habt mit Sicherheit gar keine Ahnung, was es sein könnte. Der Filmemacher-Satz, plötzlich haben jetzt doch irgendwie alle private Pläne. Ekelhaft, wirklich. Naja, ihr lasst euch dann morgen überraschen, was es sein könnte.